Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Mein Child Lebensborn. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt eine Weile mit mir gespielt. Muss mich jetzt erstmal wieder kurz sammeln, wo wir waren. Aber ich glaube, wir mussten den Schulranzen besorgen. Flammi, und das Projekt bei mir gesehen. Heute Spiel schon durchgespielt. Muss ich zurückhalten, um mir nicht zu sagen, was noch passieren wird. Es ist schön, dass mein Projekt. Das ist so toll, finde ich. Ich finde es auch toll. Sie hatte, was das betrifft, in der Schule sehr wenig Geschichte, also viel über die Französische Revolution, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und wurde dann in der Schule leider nur knapp gestreckt. Wobei ich finde, es ist, ach, wenn es negativ ist, aber es ist Teil unserer Geschichte und ich finde schon, man sollte den Kindern das eher anders vermitteln. Das Thema hat sie jetzt auf jeden Fall sehr interessiert, finde ich gut. Toll, dass es gespielt hast, dass es sich interessiert hat. Und jetzt gehen wir mal fortsetzen, damit sie endlich darüber mit mir sprechen kann. Okay, auf jeden Fall, schau. Hier bin ich. Guten Morgen. Guten Morgen, Klaus. So. Okay, Klaus, wir waschen dir mal das Gesicht, oder? Ja. Och Gott, guck mal, wie die Stirn runzelt. Ach. Es tut ihre Mutterseele, also es tut ihm in der Seele weh, du armer Junge. Wir werden schon gucken, dass wir dein Leben irgendwie so angenehm wie möglich gestalten und deine Erziehung. Oh, da tun wir. Oh Gott, hoffentlich hätte ich noch was zu essen. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht. Nur Brei. Das heißt, ich muss einkaufen. Was wir in der Post haben. Willst du nicht sehen, was wir in der Post haben? Okay, was haben wir in der Post? Ich habe Materialien zum Werkeln erhalten. Das, dies ist, was ich weiß. Vor 3 Jahren antwortete ich auf einen Seitenartikel, wird ein 3-jähriges Kind zur Adoption freigegeben. Wer steht denn dahinter? Mir? Niemand. Hinweis, Kriegskind, ich wünschte mir, es ist sehr ein Kind und hoffte, aber das hatten wir doch schon. Warte. Weiter geht's nicht. Deine Mutter erzählte mir, dass dein Vater ein deutscher Soldat war und dass sie bloß 16 verheiratet gewesen war. Sie weigerte sich, mehr zu erzählen. Sie hatte einen Mann aus dem Widerstand geheiratet und ich musste ihr widersprechen, dich aus ihrem neuen Leben herauszuhalten. Ja, das hatten wir schon. Okay, ah, ich hatte die Sachen zum Werk erhalten, aber da braucht jetzt dennoch was zu essen. Klaus. Okay. Ach du. Die Fabrik ist unterbesetzt. Aufgrund der Unterbesetzung werden wir Sie bitten, von Zeit zu Zeit Überstunden mit erhöhtem Lohn zu machen. Die Überstunden werden am Abend enden. Ah ja, zum Glück nicht am Morgen, ne? Das wäre ja ganz übel. Okay, dann kann ich ihn vielleicht, wenn ich schon zum Schulrucksack kaufe. Aber was, wo tue ich Klaus in der Zwischenzeit hin, wenn er von der Schule kommt? Da ist er ja 7. Ich kann den ja nicht alleine lassen. Flamme, das nervt mich, dass du hinter mir stehst. Ich will das sehen. Nein, das, du kannst. Sorry, Leute. Kurze Diskussion. Der Junge holt. Ja, das spiel schon durch. Ja, ich habe schon erzählt, dass dich das sehr, sehr interessiert hat. So, okay, wir müssen nach draußen, müssen einkaufen. Wie viel Geld habe ich? Ihr seht mein Geld, ne? Ich habe dann festgestellt, dass die Festcam drüber ist. Also ich habe 175 Krone. Da ich einen Schulrucksack kaufen muss, der 200 kostet, werde ich jetzt nur Brei und Käsebrot nehmen. Es tut mir leid, Klaus. Aber ich habe so mit 8... mein Handy. Eine Zeiteinheit gespart. Okay. Jetzt habe ich noch 140. Logisch, berechnen kann und das jetzt mitgerechnet. Aber das stand doch was, da wurde was Neues freigeschaltet, weil die Rucksäcke hatten. Und wo ist das jetzt? Da war doch ein Sonderangebot. Mehl und Milch und Eier, da kann man Kuchen backen. Aber da gab es doch. Ich habe kein 200 für den Rucksack. Sonderangebot, wurde doch nicht ein Haus freigeschaltet? War doch die letzte Aufnahme, oder bin ich jetzt bescheuert? Okay, Klaus. So.
ist jetzt morgen. Musst du nicht zur Schule? Sollen wir noch kurz spielen? Ein Rucksack wäre gut. Ja, Klaus, ich weiß, aber ich habe nur 140. Oh, es ist übel, wenn man Geld zur Wirtschaft muss. Okay, auf geht's, ab zur Schule und zur Fabrik. Mach mal Überstunden, ich brauche Geld. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Oh mein Gott, ich hasse es, allein zu Hause sein. Ich bin froh, dass du zu Hause bist. Oh Gott, du armer Junge mit 7 Jahren. Das ist so, Verletzung der Aufsichtspflicht. Er ist müde. Ich würde dich gern noch baden. Ich habe noch eine Zeiteinheit. Ich habe Bastelmaterialien. Ich war noch nicht im Arbeitszimmer. Aber so kann ich den Mäulchen nicht in die Schule schicken, ne? Es geht nicht. Meint ihr, Disco steht keine Zeiteinheit? Meint ihr, das bringt was? Warte. Das ist gar nicht so einfach, mit den wenigen Zeiteinheiten zurechtzukommen. Aber der hat Hunger. Jetzt kann ich ihn nicht mehr baden. Okay. Er ist müde. Dann geh schlafen. Zeiteinheit habe ich keine mehr. Ich habe ein paar Stücke auf dem Heimweg von der Schule gefunden. Schau mal, vielleicht können wir etwas daraus machen. Aha, okay. Hans, würdest du mir vielleicht eine Geschichte vorlesen? Ne, Klaus, das geht nicht mehr. Dann gute Nacht. Er ist aber brav, ne? Ein neuer Eintrag wurde zu deinem Tagebuch hinzugefügt. Okay, dann gehen wir doch mal noch gucken. Ich habe deiner Mutter geschrieben. Es könnte sein, dass sie helfen möchte, obwohl sie keinen Kontakt wünscht. Es ist zu schwer zu verstehen, warum eine Mutter ihr Kind im Stich lässt. Aber viele Mütter, die Kinder mit deutschen Soldaten bekamen, gaben diese weg. Ach so, gaben diese weg. Schätzungsweise wurden 12.000 dieser Kinder während des Zweiten Weltkriegs in Norwegen geboren. Die meisten Mütter waren junge Frauen und Jugendliche wie deine Mutter. Hm. Ja, das stimmt wohl. Okay. Dann beende mal den Tag, würde ich sagen. Zeiteinheit habe ich keine mehr. Dann gehen wir 24 Stunden. Morgen. Guten Morgen, Klaus. Schon wieder. Dies ist eine Warnung. Wir haben unzählige Beschwerden darüber erhalten, dass in der Nachbarschaft Deutsch gesprochen wird. Dies ist nicht akzeptabel und muss ab sofort eingestellt werden. Aha. Okay. Wenn die jetzt uns. Kurze Pause. So, sorry für die kurze Störung. Okay, was machen wir? Klaus, ich kann dich so nicht in die Schule schicken. Das geht nicht. So ist es, wenn die Kinder alle daheim sind, dann sind sie matschig. Okay. Was will er im Schlaf? Er ist immer noch müde, der arme Junge. Okay, dann werden wir was essen. Mampf, Mampf. So, und jetzt habe ich keine Zeiteinheit mehr, nichts mehr zu essen. Oh mein Gott. Das ist echt schwierig, das im Auge zu behalten. Meine Bücher sind zu schwer. Ich wünschte, ich hätte einen Rucksack. Ja, Klaus, ich weiß. Aber ich muss, guck, ich kann nicht mehr einkaufen. Machen wir morgen. Ich muss Überstunde machen. Ich habe jetzt 310. Nee, darf ich nicht. Okay, zu Hause. Da muss ich nicht jeden Tag Überstunde machen. Das ist ja schon sehr gut. Ich bin zu Hause. Ja, ich auch. Heute waren alle sehr aufgeregt. Eigentlich sollten wir einen anderen Lehrer bekommen, den Herrn Solheim. Aber der kann nicht arbeiten, ich weiß nicht warum.
Also bekommen wir jetzt einen anderen Lehrer, der Herr Berg heißt. Ich frage mich, wie er wohl sein wird. Ich hoffe, er ist netter zu mir als die Frau Hansen. Das hoffe ich auch, Klaus. Ich wünschte, ich hätte einen Rucksack. Mhm. So. Dann gehen wir einkaufen. So. Der Rucksack. Ich habe jetzt noch 110 Kronen. Nehme noch mal ein Toastbrot und noch einmal Brei. Morgen gehen wir in den Wald, weil du sparen wir Geld. 235. Okay. Ausrufezeichen. Was ist das? Das ist eine Überraschung. Rate mal. Ich habe etwas für dich. Rate mal. Ist es ein Rucksack? Es ist einer, oder? Es ist einer. Oh, wie er sich freut. Das ist nicht schön. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einen bekomme. Danke, danke, danke. Er ist perfekt. Oh, wie süß. Ich kann es kaum erwarten, den Lift zu zeigen. Mhm. So, wir haben noch zwei Zeiteinheiten. Ach, einkaufen kuschelt nicht kennst du. Einkaufen kuschelt nicht kennst du, ne? Dann gehen wir sammeln. Gehen wir in den Wald, kennen wir nicht. Och, das ist fies. Okay. Das kostet Ketzeiteinheit, dann wäsche man nur noch das Gesicht vor der Schule. Richtig. Zumindest nur das Gesicht sollte sauber sein. Ah, ich kann ja. Ach, Werkel, warte mal. Genau, und dann können wir doch was basteln. Oh, so niedlich. Guck mal, ein Igel. Perfekt. Müde? Dann gehen wir ins Bett. Jetzt geht er hungrig. Was steht denn da? Ach, das ist ein Rucksack. Guck mal, wie der strahlt. Hm, Herr Berg klingt nach jemandem, der streng sein könnte. Eine Geschichte vor dem Schlafen gern, wie eine schwere, schön. Hast du Zeit? Ich habe noch Zeit. Okay, dann machen wir das. Natürlich. Wow, danke schön. Okay, Samstag, Wochenende. Es ist schön draußen. Es ist Samstag, also keine Schule heute. Hurra! Kann ich jetzt Lift besuchen gehen? Okay, aber wir müssen dich erst einmal fertig machen. Ah, okay. Okay. Dann waschen wir das Gesicht und gehen essen. Lecker. Wie wär's jetzt? Alles erledigt, viel Spaß. Ich gehe mit Liv spielen, ich bleib nicht zu lange. Tschüss. Na wunderbar. Okay. Was mache ich in der Zeit? Ich könnte jetzt ins Arbeitszimmer gehen. Da ist der Igel. Oder ich gehe einkaufen. Oder wir gehen. Ah, wenn ich jetzt eingekauft. Warte mal. Kann ich einkaufen? Ich habe noch 75. Dann könnte ich ja was essen zubereiten. Suppe. Boah, ich riskiere jetzt viel. Ich kaufe 40. Ah, ich habe noch 35. Okay. Gut. Dann, Moment, dass ich wieder was zu essen habe.
Oh, ich hätte noch Heidelbeere und Pilze gehabt. Habe ich nicht bedacht. Okay, jetzt habe ich keine Zeiteinheit mehr. Gut. Ja, wo ist er denn? Ach so, ich muss trotzdem arbeiten. Dann machen wir nochmal Überstunde, er ist hier bei Liv. Oh Gott. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe auf dich gewartet. Gott, ganz wie sieht nur aus. Es ist schon spät. Okay, morgen ist Sonntag, da kann man baden, ne? Könntest du mir eine gute Nacht? Nein, vielleicht morgen. Es ist zu spät, Klaus. Es ist zu spät, Klaus. Dann bereite ich lieber noch Essen zu, weil die Zeiteinheit werde ich noch brauchen. Das haben die immer das Gleiche essen muss, ne? Okay. Licht aus. Ich hoffe, das geht alles gut. Heute ist jetzt gar nicht so viel passiert. Sonntag. Da machen wir in der nächsten Folge weiter. Ist sehr dreckig und bis am Sonntag. Da machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit. Bis bald.